Fröhlich, echter Patientenfall. Schweinefleisch macht das Schmerzen, kann das Probleme machen. Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Wie ist eure Erfahrung mit Schweinen? Kann das Probleme machen oder nicht? Na, Schweinchen ist eigentlich hier ein Schweinehund, deswegen sieht das so komisch aus. Aber hier geht es ja heute um Schweinefleisch. Ihr Lieben, ich bin die Assistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ihr wisst ja, für den guten Content und Fall die Tipps und Tricks für euren Alltag. Plus weg abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. So, also zurück zum Patientenfall. Ich habe in letzter Zeit oder auch die letzten Jahre immer wieder sehr, sehr viele Patienten mit Schmerzgeschehen, multiple Gelenksbeschwerden, mit unklaren Beschwerden, also hier Muskelschmerzen. Es gibt ja Patienten mit einer Fibromyalgie zum Beispiel, es gehört rheumatische Erkrankungen. Und dort ist immer wieder die Fragestellung, kann das Schweinefleisch sozusagen Probleme machen? Kann das zum Beispiel auch Hautprobleme machen? Ja. Also, ein Schwein ist ein Allesfresser und wir wissen an der Stelle, dass der Allesfresser tatsächlich, wenn Schweinefleisch wir Menschen als, ne, das Schwein ist ein Allesfresser, Fleisch essen vom Schwein, also das klassische Schnitzel zum Beispiel, irgendwelche Wurstsorten an der Stelle, dann haben wir die Situation, mal gucken hier, genau, dass sozusagen ein Anteil Schwein, kann übrigens auch in der Geflügelwurst mit drin sein, dass das Schweinefleisch tatsächlich Probleme macht. Und zwar kann es Gelenkschmerzen geben an der Stelle. Das kann auch an den Füßen sein, das kann auch in der Muskulatur sein. Wer also empfindlich reagiert, kann von Schweinefleisch, egal wie es verarbeitet ist, kann auch Hackfleisch sein, kann ein Schnitzel sein, kann in der Geflügelwurst drin sein. Es geht ja manchmal so. Geflügelsalami und solche Geschichten, da kann ein Anteil Schwein drin sein. Und wer sehr empfindlich ist, der hat tatsächlich an der Stelle die Möglichkeit, dass die Schmerzen zunehmen. Das heißt, es kann Entzündungsprozesse fördern. Ich erlebe auch immer wieder, dass das Fleisch auch Hautgeschehen verändern kann, also Entzündungsprozesse fördern kann. Das macht tatsächlich das Schweinefleisch. Wenn ihr aber Rindfleisch zum Beispiel habt, dann ist der Effekt nicht so stark oder gar nicht gegeben. Deswegen kann man eben, wenn man Schwein rausnimmt, gerne auf Rind gehen. Es gibt auch Patienten, die keine Schwierigkeiten haben, wenn sie Kalbfleisch zum Beispiel nehmen oder Lammfleisch oder Ziegenfleisch oder zum Beispiel, also Ziegenprodukte zum Beispiel. Das geht und Geflügelfleisch in der Regel geht auch. Also, das Schweinefleisch kann tatsächlich Entzündungsprozesse fördern. Daher für alle, die die Gelenksbeschwerden haben, die Schmerzen haben, die unklare Schmerzen haben, Schweinefleisch mal rauslassen, probiert es mal aus, ihr Lieben, ob ihr darauf reagiert. Ich hatte letztens eine Einladung gehabt zum Spanferkelessen und da waren tatsächlich mehrere Patienten bei, die sich Patienten, sag schon, mehrere Menschen gewesen, die sich angemeldet haben für das Spanferkelessen. Aber das war so eine Vereinsgeschichte und die haben aber im Vorwege schon gesagt, Leute, wir können kein Schwein essen, weil die waren da schon vorsichtiger. Ne? Und später haben die mir dann tatsächlich erzählt, ja, die haben die Erfahrung auch gemacht, dass das Schwein Probleme macht. Also an die Darstelle, habt ihr Schmerzen längerfristig, beobachtet mal, ist es das Schweinefleisch, bitte rausnehmen. Wie gesagt, bei Wurstwaren immer mal wieder gucken, weil da kann immer ein Anteil Schwein mit drin sein. Und leider erlebt man das im Moment durch diese ganze Inflationsgeschichte, dass auch wieder mehr Schwein auf dem Teller landet. Ich war letztens in einer großen Uniklinik und was hatten die da alles auf das Schweine? Schweinefleisch auf der Karte und zwar täglich in dem Essen. Ja, ist natürlich eigentlich kontraproduktiv. Thema Krankenhaus, muss ich nicht so viel zu sagen. Das ist natürlich alles hier Kostensparmodus. Ja? Also von daher, ihr Lieben, aufpassen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Essen, eventuell Schweinefleisch weglassen und denkt mal dran, plus weg, schreibt mir noch mal in die Kommentare, was ihr darüber alles denkt. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.